Vor einem Jahr bebt die Erde in Haiti. Ein Erdbeben der Stärke 7,0 erschüttert das Land. Das weltweit verheerendste Beben des 21. Jahrhunderts. Am stärksten betroffen ist die Hauptstadt, Port-au-Prince. Das Ausmaß der Zerstörung ist gigantisch. Noch heute, ein Jahr nach der Katastrophe, leben Millionen Menschen in Notunterkünften. Es gibt hunderte provisorische Lager, neben den Haustrümmern, am Straßenrand, auf Fußballplätzen. Doch es gibt auch Zeichen der Hoffnung. Zwischen den Trümmern wird wieder Fußball gespielt. Und die Kinder gehen wieder in die Schule. So wie die kleine Chantal. Im Straßenkinderzentrum Lacaille werden Kinder und Jugendliche wieder unterrichtet. Sie werden zum Beispiel zu Handwerkern ausgebildet. Die Menschen packen an, räumen die Trümmer beiseite und bauen ihre Häuser wieder auf. Wir unterstützen die Haitianer dabei. Auch wenn die Schlagzeilen langsam verschwinden, Miserior bleibt an der Seite der Menschen in Haiti. Nach der Nothilfe denken wir nun an die Zukunft und planen den Wiederaufbau. Gemeinsam mit den Haitianern hat Miserior ein Haus entwickelt. Es wurde mit lokalen Materialien gebaut, ohne Beton. So, wie es die Haitianer schon immer gemacht haben. Es ist erdbebensicher und leicht nachzubauen. Die Katastrophe in Haiti. Ein Jahr ist vergangen. Der Überlebenskampf der Menschen geht weiter. Wir vergessen sie nicht.